Im Eis von Permafrostböden tauchen immer wieder sogenannte Zombieviren auf. Aber was sind Zombieviren und was hat es mit diesen auf sich? Diesen Fragen geht Patricia Bartosch von FutureZone nach. Heute geht es um Viren. No, God, please, no, no! Aber bevor ihr jetzt gleich wieder abschaltet, keine Sorge, es geht nicht um das Coronavirus, sondern um sogenannte Zombieviren, die immer wieder im Eis von Permafrostböden auftauchen. Erst vor kurzem haben ForscherInnen jahrtausende alte Viren aus dem ewigen Eis im Labor reaktiviert. Aber was hat es eigentlich mit Zombieviren auf sich? Kann ein schon längst vergessenes Virus aus dem Permafrost die nächste Pandemie verursachen? Das haben wir für euch herausgefunden. Fangen wir mal ganz von vorne an und schauen uns kurz an, was ein Permafrostboden überhaupt ist. Von einem Perma- oder auch Dauerfrostboden spricht man dann, wenn die Temperatur des Bodens in mindestens zwei aufeinanderfolgenden Jahren unter 0 Grad Celsius liegt. Die obere Schicht des Bodens taut jeden Sommer auf. Darunter liegt aber eine weitere dicke Eisschicht, die im Idealfall nicht auftaut. Der fortschreitende Klimawandel bedroht die Permafrostböden aber immens. Entwickelt sich die Erderhitzung weiter so wie bisher, könnten 75% aller Permafrostböden bis zum Ende des Jahrhunderts weg sein. Wenn das ewige Eis taut, werden nicht nur Methan und Kohlenstoff frei, sondern auch allerlei Biomasse, also zum Beispiel im Eis konservierte Tierkadaver mit Fell, Knochen und Fleisch oder Pflanzenreste. Und in dieser Biomasse schlummern oft Viren. Jetzt kommt zu Recht die Frage auf, wie diese Biomasse überhaupt so lange erhalten bleibt. Im Grunde ist der Permafrostboden nichts anderes als eine Tiefkühltruhe. Liegt die Temperatur dauerhaft unter dem Gefrierpunkt, wird die Masse nicht zersetzt, sondern konserviert. Das funktioniert auch im Labor so. Bei Forschungen mit Viren werden diese bei ca. minus 80 Grad Celsius aufbewahrt. Ein internationales Forschungsteam der Universität Marseille konnte vor kurzem mehrere Zombieviren reaktivieren, darunter ein knapp 50.000 Jahre altes Virus. Mit einer Amöbengattung konnte das Team die Viren ködern. Alle 13 getesteten Viren aus dem sibirischen Permafrost haben die Amöben befallen. Der Mikrobiologe und Leiter der Studie Jean-Marie Alempic betont, dass solche Zombieviren eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit sein könnten. Aber was bedeutet das jetzt? Könnten uns diese Viren wirklich wieder eine Pandemie bringen? Die Chance, dass so ein Zombievirus wirklich gefährlich wird, ist nach aktuellem Forschungsstand nicht sehr groß. ExpertInnen betonen aber, dass es noch nicht genug Studien dazu gibt. Vieles müsse unbedingt weiter erforscht werden. Dazu kommt, dass Permafrost nicht gleichmäßig friert und auftaut. Wenn das Eis zwischendurch wieder einfriert, entstehen Eiskristalle, die Viren im Grunde vernichten können. Dadurch sind viele Erreger Geschichte, bevor sie an ein Tier oder einen Menschen gelangen. Experte Albert Osterhaus von der Tierärztlichen Hochschule in Hannover meint gegenüber dem SWR, dass man bei jüngeren Menschenleichen besonders vorsichtig sein muss. Wenn ForscherInnen so ein Grab im Eis finden, ist eine Maske Pflicht, da man sich sonst zum Beispiel mit einem alten Influenza-Strang infizieren könnte. Und darauf ist unser Immunsystem nicht vorbereitet. In aufgetauten Pflanzen und Kadavern verstecken sich aber nicht nur Viren, sondern auch Bakterien. Vor wenigen Jahren gab es in Sibirien einen Milzbrandausbruch unter Rentieren. Solche Erreger können auch für Menschen gefährlich werden. Aber dagegen helfen glücklicherweise Antibiotika. Bei neuen, unbekannten Viren bräuchte es, wie wir wissen, einen Impfstoff. Und das ist schon deutlich schwieriger. Ihr seht also, vieles kann bei den Zombieviren noch nicht genau eingeschätzt werden. Man kann nicht genau sagen, was sich alles im Permafrost versteckt. Bei einer Sache sind sich ForscherInnen aber einig. Wenn wir den Klimawandel und seine Folgen einbremsen können, müssen wir uns über gefährliche Zombieviren aus dem Eis weniger Sorgen machen.